und herzlich willkommen zu den Schnupfen Games 2018. Gesponsert von Mein Hase liegt schon flach da. Ich bin gleich wieder da. Entschuldigt, aber Klein Leo war fix und alle. Der lag gerade wirklich nur noch so wie so ein Plotschen da. Und als ich ihn hochgenommen habe, war er auch mehr wie Wackelpudding als wie ein Hase. Ja gut, ich habe euch eine Geschichte. Die ist total schräg und ich muss zugeben, ich bin ein kleines bisschen, wenn es um Krankheiten geht, okay. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein ganz schöner Hypochonder. Seitdem ich vor ein paar Jahren mir die Weisheitszähne rausoperieren lassen habe, bin ich die totale Schisserin, wenn es um alles mögliche Gesundheitliche geht. Davor war ich echt der angstfreiste Mensch, wenn es um seine Gesundheit ging aller Zeiten. Aber danach, da ist mir das erste Mal so richtig bewusst geworden, dass es sein kann, dass man auch nicht ganz gesund ist. Klingt jetzt blöd, ist aber wirklich so. Und als ich das so dann, also das ist dann bei mir so im Kopf irgendwie hängen geblieben. Ja, auf jeden Fall, so mitunter die Panik des Jahrhunderts ist immer bei mir, dass ich todkrank sein könnte, wenn ich nicht weiß, wo es herkommt. Und weil ich immer so viel gestikuliere, setze ich mich heute mal auf meine Hände drauf, damit ich nicht ständig mit den Händen rumspanke. Ja, und dann ist es auf jeden Fall so, dass es bei mir dann vor ein paar Monaten, also Anfang Sommer, Mitte Sommer, ich bin mir nicht sicher, ihr wisst, ich habe Zeitgefühl, da ist ein Lurch dagegen mit einem guten Zeitgefühl gesegnet. So, das ist jetzt so eine Aussage, ich weiß nicht, ob ein Lurch ein Zeitgefühl hat. Gut, hätten wir das jetzt auch geklärt, aber ja. Gut, auf jeden Fall ist es dann so, dass ich dann vor ein paar, dann am Anfang vom Sommerhalbjahr habe ich plötzlich so ein komisches Räuspern gehabt. Und das war dann so, dass das Räuspern sich bei mir so geäußert hat, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich hier total verschleimt bin. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich hatte das Gefühl, ich bin erkältet, aber es hängt hier drin wie so ein Kloß im Hals. Und habe dann immer gedacht, ja, aber es müsste doch eigentlich auf der Lunge sein, wenn man erkältet ist. Habe auch meine Mutter gefragt, ob sie mir meine Lunge abhört. Also das Prinzip, Mama, hör mal, ob da irgendwas ist. Und sie hat mir dann auch gesagt, nee, da klingt nichts verschleimt oder so. Und dann ging es dann wieder weg eine Weile lang. Und ich dachte so, okay, dann ist es halt wahrscheinlich die trockene Luft von der Hitze oder irgend sowas. Dann habe ich wieder, dann plötzlich kam es wieder und dann war es auch während dem Regentag da und dann habe ich gedacht so, dann bin ich ehrlich, habe ich es meiner Mutter wieder gesagt, du Mami, der Schleim ist wieder da. Dann habe ich so ein Erkältungsmittel genommen eine Weile lang. Das hat dann auch wieder geholfen, dann war es auch wieder für ein paar Tage weg oder ein paar Wochen. Ich habe Zeitgefühl, ihr wisst ja. Und dann war es auf jeden Fall so, dass ich, war es dann eine ganze Weile weg, sogar länger. Ich weiß jetzt nicht mehr wie lange. Ihr wisst ja immer noch Zeitgefühl. Und dann kam es auch plötzlich wieder. Da war es irgendwie auch schon ein bisschen hartknäckiger, fand ich zumindest. Und ich habe wirklich teilweise nicht so schlimm räuspern müssen, dass mir der Hals wehgetan hat. Und dann bin ich natürlich wie alle, die man so kennt, zu Dr. Internet gegangen. Und habe gegoogelt, was sind die Anzeichen von Lungenkrebs? Was sind die Anzeichen von Krebs im Hals oder Lymphdrüsenkrebs? Und habe gegoogelt und da hat aber gar nichts gestimmt davon. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich bin wahrscheinlich spätestens in einem Monat tot. Das war so mein Gedanke dann. Dann habe ich mir so gedacht, boah, shit, das ist der letzte Monat meines Lebens. Was mache ich jetzt draus? Und mein Ergebnis war, ich habe mir 3 Packungen Chupa Chups gekauft. Ihr wisst schon, diese Lollis mit Fruchtgeschmack. Und habe mir dann jeden Tag einen Chupa Chups Lolli gegönnt. Und habe mir gedacht, das ist jetzt mein Gönnnis. Wenn ich jetzt schon sterben muss, dann wenigstens mit viel Zucker im Blut. Da kann sich schon der Leichenarzt die Konserviererei sparen. Weil dann hat genug Konservierungsstoffe in meinem Körper, dass ich wahrscheinlich so frisch bleibe. Ja, und dann ist es so gewesen, dass meine Mutter mir erzählt hat, mein Bruder hätte so eine furchtbare Erkältung und der wird so komisch husten und überhaupt. Und der ging jetzt bald zum Arzt deswegen. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, schön für ihn, dass er zum Arzt geht. Ich würde das jetzt nicht machen. Ich würde jetzt nicht wissen, welche Krankheit ich habe. Ich hock's lieber aus und ich habe einen Hasenhalmund. Deswegen sollte man Hasen nie einmal von oben bis unten abknutschen. Dann hat man Hasenhaare im Mund.
Und ja, ich würde das jetzt nicht machen für mich und überhaupt und ja. Ja, und dann bin ich eben, habe ich meine Mutter trotzdem erneut erzählt, Mama, ich habe da so was Komisches, mein Hals und so weiter und das ist total unangenehm und ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Ja. Und ich fühle mich so verschleimt und überhaupt und ja. Ich habe gerade so viel Schleim im Hals, damit könnte man locker lässig meine Haare nach hinten gehen. Ja. Und dann war es so, dass meine Mutter nach Hause kam. Mit meinem Bruder, sie war also mit meinem Bruder beim Arzt und dann sind sie nach Hause gekommen und dann hat meine Mutter mir erzählt, also er hätte also dieses komische Husten sei eine Erkältung. Das sei wie heißt das jetzt? Also wie heißt das, wie nennt man das, wenn es nicht ein Schnupfen ist, aber trotzdem erkältungsmäßig? Ein Husten. Ja, sein Husten, aber das Besondere an dieser Art von Husten ist, es ist hier an den Seitensträngen, die sind total verschleimt und dadurch, dass die ja natürlich, wenn du Husten Saft nimmst, der erreicht die ja nicht, ne? Echt? Na gut, der Hustensaft erreicht sie doch, aber das huste ich jetzt nicht. Aber Hustensaft ist ja dafür da, dass man die Lunge frei hustet, stimmt's? Die Bronchien vor allem, aber nicht die Seitenstränge. Also wenn du Hustensaft nimmst, hilft das natürlich nicht da so ganz. Was? Also ich das wissen, ich war ja nicht beim Arzttermin dabei. Ich versuche hier den, ich bin hier Lehrer. Vielleicht auch in deinem Kreis mit vom Anfang. Ja, bei mir hat es nichts geholfen. Tüchte, man bleibt da dabei. Ja, mache ich ja. Super. Manchmal ist Zusammenleben mit mir echt ein Albtraum. Ja, ich merke es schon. Aber weißt, das beruht wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Mütter so weissagerisch an ihren Tees schlürfen und man dann das Gefühl hat, Mutti will einem sagen, du bist gerade voll übers Ziel hinausgeschossen, aber es nicht ausspricht. Und dann dieses berühmt-berüchtigte Tee schlürfen, wo man sich dann denkt, oh. Naja, ich komme wieder zurück zu euch. Entschuldigt. Das war gerade kleine und größere. Jetzt nenn mich nicht ein Kindergartenkind. Das heißt ich alles Papa. Ja, mach ich. Jetzt hast du es. Ja, super, jetzt ist es doch wieder Lungenkrebs. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass die Seitenstränge da belebt sind und dass die eben, ja, und dass da hat mein Bruder dann Globulis verschrieben bekommen, nämlich. Aber. Ja, wie hießen die? Keine Medizin im Netz. Ja, keine Medizin im Netz hat er verschrieben bekommen, aber wie hießen die Globulis? Oh, könnt ihr zwei nicht hier so auflaufen lassen? Hör auf zu lachen wie so eine Hexe! Akonitum. So, und davon nimmt er jetzt D6 und davon 10 Stück dreimal täglich oder ihr könnt auch C30 nehmen, eine dann. Nein. Oder eben auch nicht, wenn Mutti Nein dazwischen schreit. Nehmt lieber die D6 zweimal, nee, dreimal 10 am Tag. So. Damit erfahrt ihr den viel einfacheren Weg, laut Mutti. Gut, wie ihr merkt, ist bei uns zu Hause gerade der Kindergarten losgebrochen, was nicht an mir liegt. Ja, gut. Ich würde jetzt das Video an dieser Stelle beenden, weil jetzt werden wir nicht mehr produktiver. Das habe ich so das Gefühl. Ich schreibe mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon hattet oder was ihr da macht. Ich habe gestern zum Beispiel meinen Kopf übers Nudelwasser gehoben. Das hat top geholfen. Ja, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns dann wieder am Freitag. Bis bald. Ciao.